zweite Drittelpause zwischen den Krefeld-Pinguinen und den ERC Ingolstadt. 1:2 steht es aus Sicht des KV. Und dieses Trio, das hier bei mir im Pinguine-Fan-TV steht, das kann leider im Moment nicht aktiv mitspielen. Einer von denen leider auch langfristig bei mir, Martin Schimanski. Herzlich willkommen, Thomas Supis und Mikko Weinonen. Alle drei im Moment leider verletzt. Wobei, Schimi, bei dir, abgesehen von der Stimme, bist du wieder einigermaßen fit. Dich hat es richtig da niedergerafft. Ja, ich hatte letzte Woche die ganze Woche Grippe, aber das ist jetzt vorbei. Ich habe halt die ganze Woche nicht trainiert, deswegen kann ich heute nicht mitspielen, aber ab Dienstag geht wieder los. So sieht's aus und dann haben wir auf jeden Fall ein kämpferisches Element mehr im Team. Thomas Supis, leider schon seit fast 4 Monaten mittlerweile außer Gefecht. Das heißt, für dich wird es diese Saison vermutlich nichts mehr. Gib uns einen kurzen Stand zu deinem Genesungsfortschritt. Ja, wird auf jeden Fall von Tag zu Tag besser und ja, wie gesagt, die Saison ist für mich leider gelaufen. Und jetzt muss ich einfach an meiner Hand arbeiten und versuchen, dass ich nächstes Jahr wieder angreifen kann. Was glaubst du, wann kommt für dich das Thema Training wieder zum Tragen ungefähr? Ja, ich denke erst so Mai, Mitte Mai kann ich richtig anfangen, was zu machen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für eine gute und schnelle Besserung. Mikko Weinonen, einer unserer Verteidiger. Show me your finger in the camera. Also er hat sich richtig fies am Finger was getan, kann im Moment auch nicht spielen. So, was glaubst du, wann du wieder spielen kannst? Mikko, what do you think when you can play again? Hopefully next week. Okay, also er sagt auch nächste Woche hoffentlich wieder, zumindest ist da am Finger ein bisschen was gebrochen. Das sieht übel aus, aber wir wünschen auch ihm natürlich gute Besserung, denn Verteidiger brauchen wir definitiv und so einen Kämpfer wie Schimi obendrauf. Denn aktuell steht es 1:2 aus Sicht der Pinguine gegen Ingolstadt. Ein Drittel zu gehen gibt's noch. Bis gleich.